Schon in der Arena des alten Auguste Treverorum lieferten sich nur die besten Gladiatoren spannende Kämpfe um den Sieg. Heute, 1500 Jahre später, im Jahr 2015, bekommt das Wort Gladiator wieder neuen Glanz. Unsere Gladiators spielen jedoch nach anderen Regeln, denen des Basketballs. Heutzutage geht es nicht mehr um Leben und Tod, sondern neben dem Sieg hat jeder Spieler auch seine eigenen Vorstellungen. Es ist ein schnelles Spiel, viele Runs, also Läufe. Es macht jede Menge Spaß mir persönlich und ich denke, es ist attraktiv für die Zuschauer. Es ist einfach das, was ich liebe, was ich schon seitdem ich so groß bin mache. Und ich bin jemand, der einfach ein Teamsportler ist und es mit Freunden zusammen zu machen. Das würde man sagen, die Emotion, dieses ständige, dass es mal so ist und dann kann es ganz schnell wieder anders werden. Also man kann führen und innerhalb von 2 Minuten kann sich alles ändern. Vor dem Training bildet die seit Sommer 2015 bestehende Mannschaft einen einminütigen Konzentrationskreis. Dieser dient dazu, sich aufeinander einzustimmen und die innere Kraft zu fokussieren. Die erste Phase der Gruppendynamik ist ja, dass die alle auf den Coach hören und abwarten. Also da muss man mehr oder weniger ein bisschen mehr direktiv coachen. Das gehört zur ersten Phase der Gruppendynamik. Wir haben erst Kraftausdauer gemacht und jetzt kommen wir 2 Wochen, dass wir mehr Maximalkraft machen. Und wegen Basketball geht es darum, dass wir so schnell wie möglich in die zweite Phase der Gruppendynamik kommen. Weil dann kann man wirklich auch die ersten Schritte in Rollenverteilung und so kann man ein bisschen sehen. Um ihre Ziele zu erreichen, haben die Spieler unterschiedliche Motivationen. Was mich motiviert, ja, das Gewinnen. Ich mag es eigentlich ungern zu verlieren. Und jetzt beim Basketball ist halt, ja, man will immer einen Korb machen eigentlich. Und das ist das, was einen motiviert. Immer besser zu werden. Spiele vor vielen Fans natürlich, das macht sehr viel Spaß. Und ja, persönlich immer den nächsten Schritt zu erreichen, den man sich gesetzt hat. In this heart come the time. We'll be far in the sky. Battalion of iron, black or medallion. Life is culture, vulture, talons. Beauty smiling, dark and challenge. Mood in the womb is what I'm howling. Get down on the real root deal now. Lost in the woods, being in no doubt. In der Trainingsphase läuft jeder Tag nach einem bestimmten Muster ab. Morgens Frühstück. Dann geht's in die Halle zum Training. Ich muss noch gucken, wie ich ins Training komme. Manchmal mit dem Fahrrad, mit dem Bus oder mich holt einer ab. Krafttraining, Werfen und ein bisschen 3 gegen 3 haben wir gemacht. Danach fahren wir ins Fitnessstudio, trainieren dort mit unserem Fitnesstrainer. Und dann kommt man nach Hause, dann macht man einen Mittagsbreak, so ein Mittagsessen. Dann eine kleine Runde schlafen, um Sofa chillen. Und dann abends wieder ins Training. Und danach ins Bett, so schnell wie möglich. To tonight is all right that I glow. Be nice, it's all right that I glow. Tonight is all right that I glow. Be nice, it's all right that I glow. Monday, Tuesday, every day we glow. Friday, Saturday, every day we glow. Stress, I'm going ham tonight. The way I look, my last name had to be right. Know how it feels to be a low life. That's how I learned to appreciate life. J to the F, stay sharp like a blade. Please don't tease me else you're trying to get late. I'ma make the most of tonight. Turn up till they turn on the lights. I'm jumping around, head busting. My food getting right, but I ain't stumping. Nostalgia, I'm feeling it coming. Catch me on the beat, we on to something. Long drinks, I stay sipping. Where the doors be, I stay creeping. Play with books, way too long. I deserve a little breeze. Rain on tonight. It's all right.
right that I glow. Been nice, it's all right that I glow. Tonight, it's all right that I glow. Been nice, it's all right that I glow. Monday, Tuesday, every day we glow. Friday, Saturday, every day we glow. Monday, Tuesday, every day we glow. Friday, Saturday, every day we glow. Hey, song in the house, better glow. You went out here, drop it on the floor. Hustler, trying to get your dough. On your mark, get set, let go. Me not consider, grind on four, but I ain't got no cheddar. Put it one life, pass me the cup and the girl with the booty in the back. Yeah, right, I'ma see you later. That's right, I get my drink on. Pyro, rub it, come King Kong. Get a song at your ringtone, and I'ma hit a thing like a ping pong. I'm your Mac Daddy, who act Teddy, call King on the song. Act Teddy from the break of the dawn, I'm putting in work when the weekend comes, we're getting back at. Tonight is all the right that I glow. Die römischen Gladiatoren hatten oft keine Wahl. Unsere Gladiators motivierten sich schon in jungen Jahren zum Sport. Also mein Vater hat selber auch gespielt früher und da hatte ich schon von Kind auf Bälle in den Händen quasi, hatte einen Korb zu Hause. Und dann habe ich mit 7 oder 8 angefangen im Verein zu spielen. Ich glaube, ich habe mit 4 Jahren mein erstes Basketball gemacht. Also bin ich schon ziemlich lang dabei. Marco van den Berg scheint mit dem heutigen Training sehr zufrieden zu sein. Es wird gut zusammengearbeitet, es sind uneigennützige Spieler. Also keine Spieler, die hierher gekommen sind und sagen, okay, ich mache das für mich nur. Die kommunizieren auch schon ziemlich offen miteinander. Das ist alles sehr positiv. Ich war richtig zufrieden, wie den Ball zum Beispiel, die Ballbewegung heute. Da kann man schon sehen, dass wir sehr schnell und sehr gut Teambasketball spielen können. The corner hair wearing with a waist man. Program all the youth again. Brainwashed virgin from the promised land. Remind of the day J died. Disco on the wall, her screams on the line. Rewind from the fear in the spine. Chaos in the night, stab wound in the side. There was all this fire in the sky. Blackbirds in the air, I was out of my mind. Wichtiger Bestandteil des Sports sind nicht nur Spieler und Coach, sondern auch das Publikum. Fans sind immer willkommen, können mich immer auf mich schimpfen, auch wenn ich dabei bin. Und ich hoffe, ich bin ein bisschen offen und dass die Leute auch das Gefühl haben, wir können denen mal etwas fragen oder wenn uns etwas wundert, dann hoffe ich, dass ich eine Haltung habe, wo die Leute denken, okay, da kann, auf den kann man zugehen. Ja, meistens so nach den Spielen macht man auf jeden Fall die Runde. So wie heute, dann kommt man näher in den Kontakt mit den Fans, kann sich mal mit denen unterhalten, weiß, worauf die ihren Wert legen und sagt selber, worauf man den Wert legt. Ja, sehr wichtig, der Kontakt zu den Fans. Das Team trainiert hart, um seine Vorsätze für die Saison zu realisieren. Ich persönlich, oder wir, ich glaube, jeder hier fährt natürlich in jedes Spiel, um das Spiel auch zu gewinnen. Und dann müssen wir sehen, wie weit wir kommen. Ich glaube, wir haben ein gutes Team, was hoffentlich viele Sieger einfahren wird. Also die bestverteidigende Mannschaft der Liga werden und hoffentlich auch die bestreboundende Mannschaft der Liga. Und wenn wir dann auch noch das uneigennützige Spiel durchführen können, dann mal schauen, wie weit wir kommen am Ende. Weitere Informationen finden Sie unter www.gladiators-trier.de.